Ja. Wunderschön. So, wenn wir reingehen, aber es ist schon ganz schön um 8 Uhr morgens hier. Eine ganz schöne Dämse, muss ich auch sagen. Also, ja, mach jetzt gleich Frühstück. Gehe dann mit Urs und seinen Kollegen noch ins Training. Da sind noch ein paar Leute dabei. Und ja, dann werden wir, ich werde Beine machen müssen. Urs macht Rücken und mal sehen. Ja, wie gesagt, ich hatte auf dem Laufenden. Ich habe übrigens ganz schön abgenommen. Muss mal gucken. Ich mal wiegen hier. Ja. Und man sieht ganz knapp 100,03. 100 Kilo. Habe ich schon die ganze Zeit in mir gewogen, so nebenbei mal so vor dem Wettkampf ein paar Wochen noch. Dann sehe ich mich im Gesicht dünn aus. Der Stress macht halt auch was aus und die Fahrt war nicht ohne. Die Anreise war nicht ohne. Ja, das muss man mal gucken jetzt, wie es die nächsten Tage wird. Gut, ich hatte auch zwei, drei Tage keine Kohlenhydrate fast gegessen. Also wundert euch nicht hier, mache ich öfter den Dreher hier so. Aber mal eine andere Perspektive für euch hier. Und ich hoffe, das gefällt euch. Wie gesagt, könnt ihr das ja kommentieren. Wer aufmerksam zugeschaut hat, wird gesehen haben, hier ist ein ESN-Produkt am Start. Hier Kollagenpeptide sind es. Hat mir der Matze Busse an dieser Stelle nochmal schöne Grüße. Hat mir der Matze letztens noch vorbeigebracht, weil ich mir bei unserem Videodreh erzählte, dass ich Probleme mit dem Gelenk habe, meine Schulterprobleme. Dementsprechend hat mir das nochmal mitgegeben, meinte, das hilft. Aber wie gesagt, unter anderem habe ich trotzdem, soll es nicht heißen, wie gesagt, dass ich ESN, IAAs habe ich bei, mein Glutamin habe ich da dabei. Hier auch für die Gelenke, genauso habe ich von Joint Scissors Complex, also von GN, was für die Gelenke dabei. Soll nicht heißen, dass ich jetzt demnächst bei ESN am Start bin. Genauso habe ich hier von meinem Kumpel Mario hier aus dem Bodyshop, habe ich noch mitbekommen, hier die Enzyme hier. Von irgendwie, was weiß ich hier, Dr. Sommerfeld hier, habe ich noch Enzyme mitgekriegt. Und wie gesagt, genauso nämlich hier auch von einer anderen Firma, aber die haben wir auch im Shop bei uns. Übrigens hier bei Gigas im Shop. Himalaya fürs Herz ist halt auch kein GN-Produkt. Wie gesagt, oder genauso Enzyme habe ich hier von GN noch dabei. Wie gesagt, ich bin da so transparent. Wer sowas erzählt hier, dass er nur Produkte von dem und dem nur nimmt, nur diese. Oder wer genauso erzählt, ich sehe nur diese Sachen an. Das ist, glaube ich, kann ich nicht glauben. Also das wird logisch sein. Deswegen, wie gesagt, ich möchte immer transparent bleiben und immer ehrlich auch wissen und nicht groß rumlügen, weil das, wie gesagt, das Lügen macht, erschwert, würde es mir auch erschweren, die Videos zu machen, müsste ich das hier verstecken, das hier machen, dies. So, und wie gesagt, ich habe hier halt alle meine Sachen offen liegen und möchte transparent bleiben. Hier übrigens auch nochmal diese Sachen hier, wisst ihr hier, mein Cluster Dextrin. Das ist ein Vertrag noch vom Olympia hier. Der Vertrag hier, da steht schon Congratulations, earning your pro. Qualification, bla bla, da muss man unterschreiben und das dann hinschicken da, bla bla bla. Und so sieht's aus. So, da, wie gesagt, ist übrigens auch noch meine Farbe, naja, alles drin. Und das ist mein Unterliegeskram. Also hier liegt alles, was so zusammen zum Wettkampf noch hin benutzt wird. War's das erstmal hier mit diesem wunderschönen Bild. Gehen wir raus aus der Szene. Jawohl, da sind wir hier im Iron Gym und ich habe Besuch gekriegt, oder Besuch. Besuch? Ich besuche den... Der alte Mexikaner. Ja, genau. Ich habe mich getroffen mit dem Urs hier, weil ich war jetzt eher da, also ihr habt das ja nicht gesehen, aber ich war vom Urs pünktlich. Deutsche Pünktlichkeit habe ich gehabt hier und der Urs ist jetzt gekommen. Ja, die seiner Gang. El Polaco 5. Genau. Und hier polnischer Masse-Tizeps, guckt euch an, die streifigen. Und die Blassheit der Polen hat auch. Ja, die habe ich mitgebracht, aber an der wird gearbeitet jetzt. Wir haben ja noch ein paar Tage. Könnt ihr gespannt sein auf meine Transformation der Hautfarbe. Richtig, genau. Ja, und der Urs und ich werden jetzt die nächsten Tage hier ein bisschen öfter mal uns treffen und trainieren zusammen mal gucken. Heute passt das nicht, heute macht der Rücken. Aber hier eine Kollegin noch haben wir gefunden hier aus Hamburg. Die macht mit mir ein bisschen Beine. Die ist da hinten. Ja, halt mal auf, die bevorzugt die Frauen in China. So, und wir werden ein bisschen Beine machen, wie der Zufall so will. Die Welt ist klein. Dazu zu sagen, wenn ein Steve Bentin einem sagt, jo, wir machen Beine heute, dann würde ich auch Beine machen. Das Ding ist, ich habe vorgestern Beine gemacht, die sind heute komplett tot, sonst hätte ich direkt gesagt, scheiß drauf. Ja,
wenn hier der... Wir machen noch die Tage noch. Ja, wir machen noch die Tage. Puller oder Puller zusammen. So, ich bin da eigentlich gar nicht so. Ich steig da direkt mit ein. Wenn man mal die Möglichkeit hat, mit jemandem zu trainieren und so. Was nimmst du da für Zeugs da jetzt? Ja, erlaubt? Schön daneben gelernt. Ist das erlaubt? Ist erlaubt. Ist erlaubt, ja. Ist der, ich habe gehört, hier soll man auch unerlaubte Sachen kriegen in Apotheken. Hier habe ich gesehen in den Storys von so manchen Kollegen hier bei Tobias Hane und so. Aber übrigens, wo wir bei Tobias Hane sind hier, wo ist sein Kanal bitte auch? Hier hauen wir da rein, könnt ihr abonnieren. YouTube ist ja im Gange jetzt, da gibt der Gast. Ne? Hauen wir rein, wie heißt das? Unten in den, du bist der Profi, kann man Beschreibung. In der Beschreibung, hauen wir es rein. Kommt der Urs in meine Beschreibung rein, 50 Euro Urs dafür. Oder nee, wir haben jetzt Pesos, oder wie heißt das? Die Pesos. Peseten hier. Gib gleich her die Peseten. Vielen Dank, Kameramann, fürs Film. Bin ich dir dankbar. Und dann wäre es das erstmal fürs Erste. Ne? Du nimmst noch einen Schluck. Zufällig aus Hamburg getroffen hier. Voll weg. Hamburgerin hier, trainiert auch hier. Und da war ich ja auch in Cancun, ne? Machst du? Genau. Erzähl mal. Ich bin noch bis zum Oktober hier und dann fliege ich auch über in die Staaten, meinen Freund ein bisschen supporten. Der preppt gerade auch für zwei Shows und ja, mal gucken. Das wird. Ja. Und das sind Sie in Kauf, damit Sie Ihren Freund anfeuern und sehen kann wir, ne? Das ist wahre Liebe, ne? Wahre Liebe geht durchs Tumult. Ob der Freund ist nicht eifersüchtig, wenn wir jetzt hier. Nein, nein. Er weiß Bescheid. Das Trainingfall, ja, der ist. Weil sie hat eine ganz schöne Masseschenkel hier, guck mal das an. Da passt alles, die Braunheit bis zur Maske. Ist das vom Strand schon oder was? Ja, ich war schon zweieinhalb Wochen hier. Oder du hast schon Farbe aufgemacht? Nein. Oder dein Freund hat schon Farbe aufgemacht? Du hast gesagt, pass auf, ich mach mal schon mal für dich die Farbe drauf. Habe ich schon mal mich angemalt. Für den Urs. Da ist der Urs. Urs, komm nochmal Hallo sagen. Tschüss sagen. Tschüss. Hallo sagen. Tschüss sagen. Ich bin. So. Wir haben uns übrigens, weil ihr euch fragt, warum ich nackt bin. Urs hat mich hier nötig, nackt zu werden, weil die gerne hier Fotos vom Bodybuilder. Er sah so schlecht aus. Und da hat er gesagt, ich hole mal einen richtigen Bodybuilder, da musste ich mich dann ausziehen. Ne? Da habe ich ein bisschen gesagt, hier Steve 212 Profi und dann sind sie alle verrückt geworden. Ja. Dann ist keiner mehr zu mir gekommen und alle zum Steve, Mann. Ja, genau so. Voll die Scheiße. Ja, scheiße. Hast du die Show gestohlen jetzt hier, Alter? Hier will keiner einfach ein Bild machen. Deshalb, weil ich ein dünner Classic-Physikathlet bin. Weißt du, was denn einfach ein dünner ist? Immer kommen nur die Männer jetzt. Ja, der nächste. Der mit dem Pinkenstäubel auch. Ja, der will. Aber da musst du aufpassen. Hab schon einen harten Job, du. Aus dem Iron Gym, wir kommen wieder. Wir sind hier beim Dennis. Da oben ist er. Habe ich schon geschrieben und die warten schon auf ihn. Die Besitzer warten schon tatkräftig. Die freuen sich schon auf den Dennis. Also liebe Grüße, Dennis. In ein paar Tagen bist du ja hier, dann machen wir hier richtig geile Trainingssessions. Ich habe dann ja nochmal getrunken, bevor ich zum Training bin. Eigentlich auch extra nochmal, weil ich wusste, es wird warm. Viel getrunken, ein bisschen Salz hier noch. Hier steht es noch hier. Der Salzstreuer. Salz nochmal reingeballert. Weil man ja viel Salz verliert. Aber es hat nicht gereicht. Ich habe, wie gesagt, während des Trainings auch zwei Flaschen Wasser getrunken, 2 Liter, 2,5 Liter ungefähr.
und die ganzen T-Shirts nass geschwitzt und bin dann sogar nochmal auf die Waage, als ich so hier nach Hause rein bin in die Bude und habe sogar von 101, wie ich los bin, 99 Kilo noch gewogen. Also da sieht man mal, was da so rausgeschwitzt ist, obwohl ich doch wie gesagt 2 Liter hinterher noch getrunken habe. Was da rausgegangen ist, und das ist eben natürlich auch nicht gerade fördernd. Dann dazu noch meinen Flug gestern, alles dies, das. Also ja, der Körper hat schon richtig was jetzt zu kämpfen gehabt. Und dementsprechend werde ich wohl wahrscheinlich heute nochmal später ein Cheat Meal beballern. Einen schönen Burger, irgendwas ist auch, wie gesagt, was Elektrolyte salzmäßig da gut gefüllt ist. Das wird mir nichts versauen. Also da könnt ihr jetzt wieder alle kommentieren und denken und machen und tun. Umso mehr, umso besser, da freue ich mich. Aber ist mir egal, ich mache es trotzdem. Ich kenne meinen Körper gut. Und ich weiß, was der kann, was der macht, was der tut. Und dementsprechend, wie gesagt, jetzt erstmal die ersten 2 Mahlzeiten sauber noch. Und dann gönnen wir uns nachher was. Dann gehen wir nochmal einkaufen, muss ich sowieso ein bisschen was. Und dann, ja, mal sehen, was mir so in die Quere kommt. Schöner Burger. Mit ein paar Pommes mal schön und so, das tut mir gut. Das wird meinem Körper gut tun. Okay, thank you. Yeah, very good. I have the promotion. I have the margaritas 2 for 1. Oh no, I don't drink alcohol. No, not okay. Alcohol, but thank you. I have the thank you. Lemonade. Yeah, with, yeah, yeah. Limonada Premium, está muy bueno. Okay, thank you. Mexican. Mexican Restaurant, können wir mal gucken, was die hier Geiles haben. Ich habe draußen massive Burger gesehen. Ja, das sieht gut aus hier. Boss Burger hört sich gut an. Ich glaube, das kommt mir sehr nah. Sieht gut aus. Oh yeah, looks good. Thank you very much, thank you. Provecho. So, das ist mein Burger, meine Pommes. So. Super, super. Selbst gemacht aus. Hätte ich mir jetzt schmecken lassen. Mit diesen Pommes hier, die sehen auch wie selbst gemacht aus. Was Feines zwischen den Kiemen, würde ich ganz gerne sagen. Can I have? Thank you. Ich glaube, da packe ich welche ein. Das ist ja günstig. Hier auch, guck mal, 20. Gesäten sind nur immer ein Euro, glaube ich. Ganz wenig Kalorien sind es. 20 auf 100. Dann nehme ich mal hier einmal Limonade und Kokos. Can you help me, please? I have a pain. Buenas noches. I have a pain in my... today I have... Ow. You have some water rain, yeah. Okay. Water rain, okay, thank you, yeah. Das sieht mir nach Schmerzgel für Muskeln aus. Dolores muscularis. Ich glaube, das nehme ich mal mit hier für die Wade zum Einschmieren. Was habe ich hier gekauft? Ich wollte Spargel gekriegt nochmal. Waage hier, Tatarfleisch, noch ein schönes Mützchen gekauft hier. Dann habe ich Eier, Pangasiusfilet ist das, und Eier und Lachs. 9:30 haben wir es. So sieht's aus hier. So, hier gibt's Eier, da ist Eier noch. Grünfisch. Aber ich habe hier schon vorbereitet mein Frühstück. Da habe ich noch Fleisch. Warum ich nicht Tetrapack Eiklar nehmen, das hat folgenden Grund. Ich mag diesen Geschmack nicht. Das ist immer so, ich habe das Gefühl, die machen da noch
bisschen Wasser rein, das ist mir zu flüssig noch. Also ich nehme ein richtiges Ei dann lieber und dann trenne ich das lieber ein bisschen. Hier ist übrigens die Pfanne, die ich ja, letztens schon um die Ecke an. Jedenfalls trenne ich jetzt die Eier hier, die Eierse werden getrennt hier. Gibt es halt 12 Eierse, 12 Eiklar. Morgens hier heute. Ja, erster Tag ist gestern rum. Aber wir haben noch so ein Schlaf- und Dingsbum, dass ich mich an die Umstellung gewöhnen muss. Ich bin um 11 ins Bett heute irgendwie gestern und bin dann so um 4 wieder wach geworden. Und seit 4 bin ich jetzt schon auf, hab schon mal gebadet eben. Noch mal ein bisschen im Pool war ich unten schon mal, das zeige ich auch noch mal. Und ja, so sieht's aus. Jetzt kann ich gleich mal auftauen, ein Stück Lachs. Muss ich schon mal auftauen da. Spargel kann ich reinmachen. Das hier. Genau, da will ich Spargel reinmachen. Und dann habe ich hier Pangasius-Filets. Jawohl, jawohl, jawohl. So, dann mache ich hier mal Schnippschnapp. Hier guckt euch das an, hier vom Meister. Aber so wenig geht's, aber es hat sein Roll erfüllt. Ein Loch ist drin. Und hier, guck mal hier, ich kann schön ins Loch, das kann ich schon drauf. Loch und dann so ein langes Ding rein und raus. So, eins. So, die mache ich jetzt da rein. Schön. Da habe ich ein paar Greens dabei, ein bisschen Gemüse hier. Jawohl, mein Rührei. Oh, ich sag mal an, hier fertig ist mein Frühstück, hier so sieht's aus. Dampft noch. Machen wir drauf jetzt hier. Wunderbar, dampft es so und dann ein bisschen Salz drauf. Genießen wir das. Das wird mir schmecken. So, und ich zeige euch mal, wie spät es ist. So, ja. Dieses Ding hier. Jo, bitte vor 10, also wie gesagt, so habe ich geplant. 10 Uhr essen. 10 Uhr essen und um 12 Uhr gehe ich mit dem Urs trainieren, ins Training. So, da muss ich noch Taschen reinpacken. Hier, da unten ist die Tasche. Sporttasche. Und ja, hier habe ich übrigens mein wunderschönes T-Shirt, naja, Trainings-T-Shirt hier. Cancunerisches Fanshirt. Und dann geht es dann ins Training. So, dann wollte ich euch nochmal zeigen, wie ich, habe ich ja gesagt, hier, wie ich hier schon mal portioniere, hier, den Lachs. Hier ist er. Wunderschöner Lachs, eingefroren. Da werde ich hier, ja, das ist so ein, ich glaube so zwei Stücke. Das sind eine Portion bei mir. Die esse ich dann heute spät. So mal als letzte Mahlzeit, denke ich mal so. Werde ich hier gleich auftauen. Dann habe ich hier, haben wir hier den Pangasius. Das Gute ist hier, es ist ein bisschen besser als in Deutschland, muss ich sagen. Dass der Pangasius dann immer nochmal einzeln auch nochmal in den. Trotz eingefroren Nummer 1 und so ist. Habe ich hier rausgeholt aus den Federn hier. Zwei Pangasius-Filets und zwei Lachs-Filets. Lachs-Filets zum Schluss. Letztes Mal zum Brokkoli. Das esse ich wahrscheinlich sogar nach dem Training. Mal sehen. Oder vielleicht eine Pute. Habe ich hier auch noch im Kühlschrank. Und ja, so sieht's aus. Naja, jedenfalls in Deutschland habe ich ja das Glück, dass ich hier Planet Meat am Start habe jetzt mittlerweile. Da liebe Grüße mal. Planet Meat. An euch, da bekomme ich ja mittlerweile den Masse-Lachs vom Planet Meat. Und auch das Fleisch hier, da wie gesagt, das Fleisch, da werde ich dann beim Training mit Gemüse essen. So, jetzt demnächst, wie gesagt, die nächsten Tage wahrscheinlich nur noch Fleisch, Fisch und Gemüse, keine Kohlenhydrate mehr. Verdauungskapsel nehmen wir noch eine dazu hier ein bisschen. So schaut das aus morgens jetzt hier, demnächst wahrscheinlich jeden Tag fast. Und ja. Danach, wie gesagt, jetzt esse ich um 10 und dann geht es um 12 ins Training. So sieht's aus. Urs hier, so. Meine Story ist ja schon hier. Ah, einer! Und hoch! Ah. Hat einer
Wer ist sie? Da gab es ein bisschen Gemüse mit dem Hähnchenbrust. So, sieht's aus. So, wie sieht's hier denn aus? Nochmal. So. Also. Der Lachs sieht schon knusprig aus. Den werde ich gleich mal auffischen. Also der Abwasch ist heller. Die sieht auch gut aus, ich mag die ein bisschen knusprig. That's it. Aus diesem Riesenbären vertrinken muss. Was, wie ihr seht, nicht so ganz einfach ist, die ersten Stücke so, weil es eine bessere Wasserflasche ein bisschen Gewicht hat. Wackelt sich stark. Das der trinke ich dann gleich. Wir haben erst nochmal eine Enzymkapsel. Jo. Das mir schmecken hier. Mahlzeit. Der Lachs riecht gut hinkriegt. Yeah.